Meine lieben Freunde, wir schreiben Part 10 von Let's Play Portal und das hier ist das wirklich einzig wahre Finale. Wir stehen vor dem Ende. Aber was erwartet uns hier? Ich sag, er hat etwas von Saw. Tja, da sind sie. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Denn trotz ihrer Gewaltbereitschaft ist ihnen bisher nur eines gelungen, mein Herz zu brechen. Seien Sie damit zufrieden und wir hören einfach auf. Wir wissen wohl beide, dass es so nicht laufen wird. Sie wollten es so. Jetzt gibt's eine Überraschung. Überraschung in 5, 4. Einen Moment Auszeit, das sollte nicht passieren. Sehen Sie, was da aus mir herausfiel? Was ist das? Ich bin überrascht. Das habe ich noch nie gesehen. Na egal, das Rätsel löse ich später. Alleine. Denn Sie sind dann tot. Wo gehen Sie damit hin? Keine Ahnung. Ich geh spazieren. Ich würde mich nicht damit abgeben. Ich glaube, wenn sie das berühren, wird ihr Leben nur noch schlimmer. Okay. Dann leg ich's ab. Ich will mich da nicht einmischen, aber sie sollten das Ding lieber in Ruhe lassen. Wo soll ich's denn hin tun, ist die Frage. Ah, natürlich zur Verbrennungsanlage. Ich spiele psychologische Spielchen mit ihnen. Also, jetzt mal im Ernst. Wie machen wir die Verbrennungsanlage an? Ich würde sagen, wir legen das jetzt mal dahin. Na gut, schön. Berühren Sie es, heben Sie es auf und stecken Sie es wieder rein. Nein, ich steck das nicht wieder rein. Jetzt mal ehrlich, wir wissen beide nicht, was das da ist. Oh, es ist einer seiner Augen. Ich kümmere mich später drum. Los, lass, bleib da liegen. Bleib da liegen. Wahrscheinlich ist das ein Behälter für Ausscheidungen. Na los, reiben Sie ja. Doch über Ihr Gesicht. Oh Mann, bleib doch da liegen. Ach, dann machen wir es anders, okay. Ich dachte, ich könnte es ganz cool machen, damit es gleich down geht, aber... Heiraten Sie das Ding doch, wenn Sie es so sehr lieben. Wollen Sie es heiraten? Ich lasse Sie nicht. Was sagen Sie jetzt? Ja, ich will es heiraten. So, Verbrennungsanlage an. Hab ich Sie belogen in diesem Zimmer? Ernsthaft, lassen Sie es liegen. Deine Mutter lässt... Oh. Genau das meinte ich. Es soll da oben liegen bleiben. Ich meine es ernst. Das verrückte Ding kommt in keinem Testprotokoll vor. Schnell, 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 schnell! Komm, ah, da muss ich mal schon... Ah, ich muss mich einfach teleportieren. Aber es liegt noch da oben drauf, ne? Schau, chillig und... Geh down! Bam! Machen Witze. Haben Sie das Aperture Science-Ding, das keiner versteht, in die Aperture Science-Intelligenz-Notverbrennungsanlage geworfen? Ja. Das ist ja wohl das Blödeste, das je... Oh, wow, wow. Was ist alles los mit dir? Ich weiß jetzt, was das Ding, das sie verbrannt haben, war. Es war ein Ethikkern, der installiert wurde, nachdem ich das Enrichment Center mit tödlichem Neurotoxin geflutet habe. Wer sollte verhindern, dass ich sowas nochmal mache? Also ganz ruhig, während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme. Was soll denn? Der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Naja. Wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit weniger schmerzhaft als das Neurotoxin. Ich soll mir einfach vor das Geschütz stellen. Da soll sonst nichts zu tun, oder was? Machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Sie zu töten und Ihnen guten Rat geben, schließt sich nicht aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel. Ich bin doch nicht blöd. Ich stelle mich jetzt hier rein, lass mich erwischen und dann schießt er dich selber ab. Hallo! Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Ja. Das ist nur die katalytische Tankanlage. Hat Schuhe für Fifi. Reisen genäht. Hier bin ich. Super hingekriegt, sie hält. Okay, Moment, aber wir müssen halt anders. Wir müssen halt mehr anlocken. Hier bin das ich. Ist kein Mut, sondern Mord. Gut, ich stelle mich einfach gleich was da oben hin. Ich Ihnen je getan? So, hallo. Hier, guck mal. Dass ich hier oben. Empfinden kann. Hier oben. Das ist Ihnen ganz gleich. Hallo. Ja, das trifft. Oh. Fast, ja. Da, jetzt müsste das abschießen. Sieht das Auge mich jetzt noch, wenn ich... Haben muss ich, Sie gehört? Ja. Ich sagte, es ist Ihnen gleich. Hören warte! Sie? So, jetzt bin ich doch einigermaßen richtig. So, jetzt muss es mich da oben einfach nur noch erkennen. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Das war's. Ich habe genug geplaudert. Hier, hallo, hier. Ab sofort gibt es viel weniger Konversation und viel mehr... Ach, jetzt komm, stell nicht an. Ach, Quatsch. Warum machen wir uns eigentlich so einen Stress? Wir machen das jetzt einfach mal ganz anders. Wir machen mal zum Beispiel hier ein. Und dann da ein. Wie war das? Sagten Sie etwas?
Ich hoffe sehr, Sie erwarten keine Antwort. Ich rede nicht mehr mit Ihnen. Genug geredet. Verdammt. Okay, machen wir anders. Und zwar, genau so. Ciao, ciao, Baby. Ja, da guckst du blöd, was? Ja, toll, was will ich denn da oben damit? Hallo? Muss ich mir das Teil jetzt echt schnappen? Pfah. Ist ja lächerlich. Wer bist du? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich würde dir ja gern zuhören, aber ich stehe ein bisschen unter Zeitdruck. Sieh dir das an. Nein, das andere. Halt die Klappe. Keine Zeit. Und du musst auch down. Tschüssi. Riecht es hier angebrannt? Geil. Na, das tut weh, ha? Sie glauben mir zu schaden. 2 plus 2 ist... Ja, was ist es denn? Mir geht's bestens. Ich hab sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war, was sie wohl tun. Tja, ich bin auch neugierig. Von mir haben sie Boah, ist dein Glück. Auch wenn ich's noch so sehr möchte, kann ich das Neurotoxin leider nicht schneller in ihren Kopf kriegen. So, und jetzt kommt zurück und Treffer. Okay, das nächste. Wo fliegst du jetzt hin? Es sollte sogar eine Party für sie geben. Da oben? Eine große Party mit all ihren Freunden. Oh, what? Darauf werde ich jetzt aber nicht vorbereitet. Scheiße. Ich stehe unter Zeitdruck, nur noch 2:40. Ihre anderen Freunde konnten auch nicht kommen, weil sie keine anderen Freunde haben. Ja, scheiße gelaufen. Sehr unbeliebt. Hier steht's ja auch in ihrer So, jetzt bin ich ganz oben. Unbeliebt. So, wo ist die Verbrennungsanlage? Einsame, unbeliebte Person, um die niemand trauern. Schmeiß ich mal runter. Ich hau nicht aus dem Maul. Niemand trauern wird. Zack. Und steht es hier. Bam. Ganz formell. So. Ganz offiziell. Hier steht auch, sie wurden adoptiert. Das ist auch komisch. Die labern und labern und labern. Apropos neugierig. Sind Sie neugierig, was nach Ihrem Tod passiert? Ja, bist du neugierig? Ich. Und BAM! Neurotoxin. Komm, einmal machen wir es noch. Tödlich. Ein irrer Endkampf. Und Volltreffer. Ironisch gemeint. Ich könnte darin der bleibt jetzt nicht wirklich in der Luft, oder? Kippen, mir in die Augen rein. Was? Ernsthaft, es ist gar nicht tödlich. Für mich. Sie dagegen werden seine Tödlichkeit weiter wieder lustig finden. Ich kriege ich doch. Wer mag den Kuchen aus der Luft, aus der Luft? Sie. Fuck! Tja. Sie verschwenden ihre Zeit. Dritte Zeit davon, nochmal, komm. Und sie haben wirklich nicht mehr viel Zeit. Scheiße, ja, ich sehe es auch, dass ich nicht mehr viel Zeit habe. 1 Minute 18 noch. Komm. Überleben. Ja, ich hab's. Sollten sie mir auf keinen Fall Schaden zufügen. Das war das letzte, oder? Ich hab ihren Gehirnscan mit Backup. Ich dürfte kein Auge mehr haben. Komm. Glauben Sie nicht, hier hören Sie mal. Hallo. Ja, hallo. Sind Sie, so blöd klingen Sie. Sie hatten Unrecht bei allem, was Sie je gemacht haben. Halt die Klappe. Muss zerstört werden. Nicht klug. Sie sind es ist vorbei. Stimmt. Was haben Sie bloß falsch gemacht? Wollen Sie etwa fliehen? Draußen ist nichts mehr so, wie es früher war. Wenn Sie dort wären, würden Sie sich wünschen, wieder hier drin zu sein. Meine Wissenskapazität ist ganz los. Okay, ich weiß nicht genau, was das ist. Ich weiß nur, dass niemand ist, was ich alles erzählen soll. Oh. Wenn Sie nicht ganz zur Hölle. Ah! Wir werden da oben gesaugt. For assuming the party aircraft submission position.
Da ist ja der Kuchen. Oh mein Gott. Und wer hat uns da wohl am Ende gerade eben weggezogen? War das die Überleitung zu Teil 2? I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere right now. Ein wunderschöner Song zu einem wirklich fantastischen Spiel. Ich dachte mir, da halte ich jetzt einfach mal meine Klappe. Und hier läuft er immer noch im Hintergrund aus dem Radio von Portal. Ja, meine Freunde, das waren 10 Parts Let's Play Portal. Ich bin immer noch beeindruckt von diesem Spiel. Das Spielkonzept, diese Innovation ist großartig. Ich habe das am Anfang überhaupt nicht gerissen. Ich dachte, ich spiele die ganze Zeit nur ein Tutorial. Und auf einmal merke ich, ach so, ich bin schon am Ende des Spiels. Und gut, im Nachhinein betrachtet, wir hatten jetzt fast 3 oder 4 Folgen, ja nur Finalweg, wo ich dann eigentlich schon fast sagen kann, das davor war im Prinzip ja schon fast ein Tutorial, wo du halt gelernt hast, das anzuwenden, was du im Finale jetzt gebraucht hast. Und das Finale hat es in sich, meiner Meinung nach. Also da gab es schon Sachen, wo man überlegen musste. Und jetzt, okay, also das Ende, der Bosskampf jetzt gegen GLaDOS, das war jetzt halt so, ja, das war halt eher witzig. Das war jetzt nicht irgendwie, gut, was willst du auch groß machen? Du hast ja keine Waffe, du hast ja keinen, du kannst jetzt keinen epischen Shoot draus machen oder so. Sondern ich fand die Idee schon ganz witzig, die Gespräche und die Dialoge und die Augen von ihm zu zerstören. Das war schon okay, also ich fand's cool. War halt, ist auch einfach mal von vorne bis hinten was anderes gewesen.
Ich bin sehr froh, dass ich es endlich spielen konnte, durfte. Es hat mir einen Haufen Spaß gemacht und ich freue mich auch schon riesig auf Portal 2, wo ich den Singleplayer und den Koop-Modus habe. Wann das passieren wird, um eure Frage gleich mal zu beantworten, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall dieses Jahr noch. Also davon bin ich überzeugt, dass ich definitiv sehr bald Bock habe, Portal weiterzuspielen. Ich fand es ein großartiges Spiel. GLaDOS war so eine Figur, die am Anfang dich begleitet hat, unterstützt hat, noch freundlich war. Zwischendrin immer mal wieder so, ja, von ihren Gefühlen hin und her gerissen war und jetzt am Ende eben quasi zum Feind wurde. Also eine interessante Geschichte. Und du bist scheinbar nicht tot. Du hast wohl noch gelebt, die Augen waren offen und du wurdest weggezogen. Und tja, ich würde sagen, wir warten einfach mal Portal 2 dann ab, oder? Ich kann es nur empfehlen, das Spiel, auch wenn die Spielzeit relativ kurz ist. Gut, blind geht's noch, also gut, es ist jetzt, was haben wir jetzt gebraucht? 3-4 Stunden, ich weiß es nicht, in der Richtung auf jeden Fall. Es ist ein kurzweiliges Spiel, was aber durch die Innovation und durch das Spielgeschehen und auch durch die Atmosphäre, ich fand auch die Atmosphäre, fand ich sehr geil von dem Spiel, macht's wieder wett. Portal 2 ist ja dann auch ein bisschen größer. Und gut, wir hätten jetzt... Ach, ich glaube, ich brauche nichts dazu sagen. Ihr wart ja jetzt 10 Folgen lang selbst dabei und konntet euch davon überzeugen. Ich fand's großartig. Ein ganz tolles Spiel. Kann ich nur empfehlen. Und ich bedanke mich fürs Zugucken hier bei Portal. Und wir sehen uns dann zu Portal 2 wieder, oder? Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.